Willkommen Leute im nächsten Oxygen Not Included Part. Spulen etwas vor, dass mal der Tag hier in die Pötte kommt. Schlaft schneller. Oh, beim letzten Mal haben wir mit den Airflow Tiles haben wir angefangen zu bauen. Damit sorgen wir jetzt auch für eine anständige Belüftung bzw. für die korrekte Luftverteilung hier in dem Laden. Überall liegt noch ein bisschen Dreck rum. Warum eigentlich? So. Was forschen wir denn? Halt, das sind die Jobs. Achso, ja, genau, die Dekoration. Ja, stimmt. Da legen wir jetzt mal ein bisschen Wert drauf. Ich lasse auch mal leicht vorgespult das Ganze hier. Dann schaffen wir es vielleicht, pro Part schaffen wir es dann vielleicht 3 Tage reinzuquetschen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Haben wir denn noch... Oh, ich sehe. Ja, das funktioniert auf Dauer nicht. Haben wir denn noch... Wir haben keinen Platz mehr zum Sweepen, oder? Ne, haben wir nicht wirklich. Dann klatsche ich mal so einen Kollegen noch hier einfach in die Wallerei. Ah ne, Quatsch. Da ist ja einer. Hey, lass mal gut sein. Wir haben ja hier einen Storage Container hingebaut. Ihr seid da bloß zu faul irgendwie. Oder wie oder was? Oder was ist hier los? Warum haben wir keinen Saft? Mensch. Ich muss schon die ganze Zeit... Ach so, wegen dem Abbauen. Ja, ich bin ja auch ein bisschen blöd, ne? Weil wenn du nämlich auf Deconstruct gehst und All, statt zum Beispiel irgendwelche Sachen zu filtern, ist blöd. Research ist schon wieder durch. Gut. Jetzt forschen wir hier mal weiter. Dass wir dann auch mal ein bisschen... Das Ding will ich eigentlich haben hier. Den Wasserfilter. So rum wartet. Ja, genau. Ey, Alter, hast du jetzt hier eben an dem Live-Coal genascht, du Penner? Gefällt mir ja gar nicht. So, was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Stimmt. Ich wollte mich nach hier drüben erweitern. Ja, wir sorgen mal ein bisschen vor. Zukünftig. Lassen hier auch mal eins Platz. Und bauen jetzt hier einfach mal in neue Ebenen weiter. Ja, einfach mal knallhart alles abarbeiten, alles abbauen, was hier so rumfliegt. Ich lasse da noch wieder eins Platz. Was ist hier eigentlich für ein Gas drin? Ach so, Hydrogen. Das ist aber kein Carbondioxid, ne? Das ist Hydrogen. Brauche ich noch eine Lösung für das Hydrogen, das hier ist? Aber ich hätte halt ganz gern, dass wir auch die Pfefferpflanzen anbauen. Da muss es schon ein bisschen wärmer sein. Atmosphäre Chlorin. Ihr wächst nur in Chlorin? Ihr braucht eine größere Hitze. Ja, knapp an der Hitze vorbeigestreift, würde ich sagen, ne? Wenn es bei euch erst ab 35 Grad losgeht, das ist... Ah, da muss ich mir ja auch noch was einfallen lassen dann. Scheiße. Sammelt mal jemand das Ei bitte ein.
Shit. Es bildet sich aber ganz schön viel Carbondioxid hier. Ui, ui, ui. Ah gut, also mir war es früher oder später klar, dass wir mit zwei Terrarien nicht weit kommen. Oh, und hier ist auch toxisches Gas. Klar, durch das Pipi-Becken. Und durch die Terrarien und so. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Gut, der Tag ist rum. Frank ist mit 25% am härtesten gestresst. Das ist nicht gut. Ah, noch hält er durch. Das passt schon. So, dann gehen alle pennen. Ja, jetzt. Ah, genau, richtig. Ah, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Die Forschung ist ja fertig. Okay, wir brauchen jemanden, der sich mit Kunst gut auskennt. Da nehmen wir jetzt einfach mal Travaldo. Du liebst es also auch. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unseren Travaldo. Dann darf der sich nämlich beschäftigen und wir hängen Kunstwerke auf. Jetzt ist es so, das nackte Bild, also der nackte Rahmen ohne Bild drin, bringt 5 zusätzlichen Dekor. Wenn das Bild dann noch ausgemalt ist, bringt es 22 Dekor. Upsala. Erscheint euch vielleicht ein bisschen Overkill, aber ihr werdet sehen. Wenn wir hier... Ach, verdammt. Wenn wir hier überall Bilder aufhängen, macht sich das bei den Duplikants nämlich auch bemerkbar. Und zwar an den Orten, an denen sie sich am meisten aufhalten. Oder an denen sie sich am meisten aufhalten. Das heißt, wir hängen hier definitiv auch noch ein Bild in den Massageraum rein. Dann würde ich sagen, noch weitere Bilder hier über die Batterie und übers Laufrad. Hier haben wir eins rüber. Ah, hier geht jetzt nichts mehr. Hinten, Toiletten. Hier müssen wir ein bisschen verschönern. Hier vielleicht. Ich hänge dann ganz gern noch eins oder zwei zu den Blumen rein. Ja. So. Randomly. Das Schöne ist, wir können auch noch ein paar Skulpturen reinstellen. Hier zum Beispiel zwischen die schweren Geräte. Oder hier bei der Nahrungsproduktion. Stimmt, da wäre es natürlich auch wichtig, denn der Koch hält sich hier oft auf. Dass wir da auch noch eins reinklatschen. Hier ist natürlich... Beim Essen. Das ist auch eine gute Idee. Es erscheint echt als Overkill, ja, aber wartet's ab, Freunde. Wir benötigen nämlich den ganzen Bonus. In der Toilette hätte ich halt auch noch was. Ach, nee. Ist egal. Hier vielleicht noch eine Skulptur. So, das ist jetzt alles viel zu tun. Und dann würde ich auch sagen, an dem Building haben wir ja auch jemanden eingestellt, genau. Ja, das passt schon. Das ist jetzt halt echt viel Dekor. Aber ihr seht, wenn wir mit allem fertig sind, hier ist so viel Rot. Nur da, wo halt Licht ist. Und der Bug hier rumfliegt, der Käfer. Sieht halt gut aus mit dem Dekor. Aber im Allgemeinen ist der Dekor sehr scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der sich schon irgendwie negativ auswirkt. Irgendwie erkennen kann. Irgendwo gab es auch eine Übersicht über
da, die habe ich doch gemeint, die Moralübersicht natürlich. Nee. Ah, doch, da. Relativ mittig. Im letzten Cycle ist die Core pur auf 0. Vermutlich bei jedem so, ne? Ja, wir haben überall 0 bei D-Core. Ah ne, hier sogar 1, mediocre. Aha. Immerhin, plus 1, Job. Tja. Okay. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt die nächsten... Ja, das dauert bestimmt 2-3 Tage lang. Beschäftigen wir uns mit Graben und D-Core. Forschung ist auch schon wieder... Achso, das war die Forschung. Ja, genau. Momentan forschen wir ja... Ja, hier haben wir die Filter. Die sind noch uninteressant. Ein Gasfilter und ein Liquidfilter. Also ein Flüssigkeitsfilter. Da kannst du halt einfach nur bestimmen, welche Flüssigkeiten wo weiterfließen sollen. Beziehungsweise mit den Gasen dann auch. Aber... Ja. Ist noch uninteressant. Was macht die Luft? Ja. Geht, ne? Schon wieder geforscht. Also, das war die Geschichte ja jetzt eben. Ja, 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 passt. Hängt ihr mal die ganzen Bilder auf, Jungs und Mädels. Und die Statuen. Oh, wow, 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 wow. Hier unten ist ja echt scheiße, ey. Minus 18 Dekor, so ein Scheißhaus, ne? Das ist halt natürlich. Ist halt natürlich mal eine Ansage. Plus 11 dafür aber. Okay. So. Wir wollen es schön haben. Wartet mal ab, wenn die ersten Bilder bemalen. Das sieht richtig geil aus. Wer ist denn hier unser Malermeister? Ach, Travaldo, genau. Wir haben ja Travaldo mit beauftragt. Das heißt, Prioritäten, Kunst, wo ist sie? Travaldo. Hab ich jetzt natürlich völlig falsch gemacht. Du kümmerst dich am besten gleich drum, mein Lieber. Frank baut. Hier wird gegraben. Hier wird geforscht. Wir hatten noch so ein... Ne, sonst niemand. Okay. Das durfte er die ganze Zeit nicht. Jetzt darf er es, jetzt macht er es auch. Das sehen wir wunderbar mit so einer Farbkanone. Dauert leider seine Zeit, bis da so ein Bild mal bemalt ist. Aber egal. Knall, knall, knall. Das erste Bild ist fertig von Essen. Oh, nice. Gefällt mir. Das sieht schön aus. Und der Dekor macht sich schon bemerkbar. Es fängt langsam an, wieder grün zu werden. Das Ding ist natürlich arg hässlich. Aber es geht voran. Was ist denn jetzt hier? Ach, Essen ist wieder vergammelt. Und der Tag ist auch schon wieder rum, okay. Wisst ihr was, Freunde? Wir sind jetzt mal nicht so geizig mit dem Essen. Das nervt mich. Wir schließen den Kühlschrank jetzt halt einfach mal zukünftig mit an. Bauen das Ding ab. Und sagen, in den Kühlschrank darf alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat, rein. Der Kühlschrank hat dann auch Priorität. Ja, Priorität 6. Ist schon okay. Und dann geht's weiter. Am nächsten Tag. Stopft mal alles da rein in den Kühlschrank. Nächstes Bild ist fertig. Nochmal Essen. Ja, es passt sogar, dass das Essen über dem Grill gemahlen wird. Gemalt wird. Finde ich sehr gut. Äh.
Priorität nicht verwechselst, immer wieder. Travaldo. Du. Machst jetzt hier mal ein bisschen weniger Farm und ein bisschen weniger von allem. Hauptsache, du kommst deiner Kernaufgabe nach. Nämlich der Kunst. Auf meinen Freund. Sollen sich andere drum kümmern. Sehr schön. Da wird ordentlich rangeklotzt. Sehr geil, Leute. Oh, der Denker. Genius Skulptur. Nice. Und ach, guck mal. Hier ist doch, eine freundliche Umgebung, wo gearbeitet wird und viel Zeit verbracht wird. Sehr schön. Auch nochmal essen. Kannst auch noch andere Bilder malen außer essen. Wäre geil, wenn hier oben irgendwas mit Wissenschaft hinkommt. Die Batterie kämpft, ich sehe es. Ja, mit dem Essen hat er es gern, ne? Ich sehe schon. Junge, Junge, Junge. Hängen wir da viel auf? Scheiß die Wand an. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja, ist egal jetzt. Wir ziehen es durch. Ich will mal was testen. Jobs, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Travaldo, du machst jetzt keine Kunst mehr, sondern du gehst wieder zurück. Ja, du gehst mal wieder zurück ans Farm. Und wir sagen, Kunst macht jetzt macht jetzt mal Otto. Ob dann andere Bilder zustande kommen? So, das muss ich dann natürlich gleich die Prioritäten ändern. Otto, Kunst. Zack. Travaldo, du nimmer. Du machst jetzt Farming wieder. Alter, wird hier aufgemotzt. Kommt beim Otto ein anderes Bild zustande? Scheiße, kann hier unten schon nicht mehr atmen. Okay, wir werden es leider erst morgen erfahren. Shit. Naja. Aber im Allgemeinen sieht sie schon viel freundlicher aus. Viel mehr grün. Ach, das gefällt mir. Esst mal schneller, Leute. Das Essen ist scheiße, ich weiß. Ihr kriegt bald besseres Essen. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Slugsy. Ciao.